Wenn du wissen möchtest, wann sich eine Kündigungsschutzklage lohnt, wenn du eine kleine Vorprüfung machen möchtest, ob sich in deinem konkreten Fall eine Kündigungsschutzklage lohnen würde, weil du zum Beispiel keine Rechtsschutzversicherung hast, wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast, dann lohnt sie sich fast immer ja. aber wenn du da unsicher bist, dann schau dir dieses Video an. Ich werde dir sagen, welche gedankliche Prüfung du, vornehmen musst und werde dir am Ende noch einen Tipp geben, ja, wie du ganz konkret in deinem Fall bei deinem Problem vorgehen kannst. Zunächst einmal eine kurze Geschichte, die ein bisschen symptomatisch ist für das, was ich so täglich erlebe, wenn mich die Leute anrufen. Wir bieten ja deutschlandweit an, bei einer Kündigungsschutzklage oder einem Aufhebungsvertrag mit mir zu sprechen und die Erfolgsaussichten unter Berücksichtigung der konkreten Kosten und der konkreten Situation einmal kurz durchzugehen und da höre ich ganz oft so etwas wie letzte Woche wieder und das geht ungefähr so: Mandantin ruft an, sagt, sie hat eine Kündigung bekommen und sie möchte Kündigungsschutzklage einreichen. Ich erkläre ihr kurz, wie das funktioniert und dann äh, wird, äh, frage ich ja immer: Gibt es noch Fragen? Und dann sagt sie: Ja, sie wollte noch mal fragen, ob sich denn die Kündigungsschutzklage überhaupt lohnt. Da war ich kurz ein bisschen buffer. Es war für mich so selbstverständlich und so klar, aber äh, die, sie hatte halt trotzdem irgendwie da eine Unsicherheit. Und sie hatte mir aber auch vorher gesagt, dass sie schon sehr, sehr viele Videos auf dem Kanal geguckt hat. Und äh, da war ich kurz buffer. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ja? Aber vielleicht geht es euch ja ähnlich. Und deswegen wollen wir mal kurz zusammen überlegen, welche Dinge hier bedacht werden müssen. Zunächst einmal ist immer die Frage, wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast, dann hast du die Selbstbeteiligung 200 Euro, 150 Euro, 500 Euro, wesentlich höher, habe ich noch nirgendwo eine gesehen. Das lohnt sich immer, wenn es nicht ein Kleinbetrieb ist oder du nicht im ersten halben Jahr dabei bist. Da muss man ein bisschen genauer hingucken, aber grundsätzlich kannst du sagen, mit Rechtsschutzversicherung geht es immer. Denn das, diese Selbstbeteiligung oder so, das holt man immer raus. Ja? Jetzt ist aber so mal der Fall, man hat keine Rechtsschutzversicherung. Wie sieht es denn da aus? Da müsstest du als erstes mal überlegen, wie ist deine Situation? Hast du eben Kündigungsschutz? Regelmäßig mehr als zehn Mitarbeiter und du bist länger als ein halbes Jahr dabei, dann hast du grundsätzlich den Kündigungsschutz. Bei den Mitarbeitern, wenn das jetzt vielleicht acht sind, aber noch irgendwelche Selbstständigen oder Auftragnehmer oder Freelancer oder irgendwelche Reinigungskräfte oder sonst etwas, immer zumindest mal prüfen lassen. Denn häufig ist die Situation sogar noch besser, weil da noch zusätzlicher Druck aufgebaut werden kann in, bei Selbstständigen zum Beispiel, ob das Scheinselbstständige sind. Ja, also da haben wir sogar noch bessere Ergebnisse. Ja, also alles, was so in Richtung 10 geht, kann man auch noch mal checken lassen. Wenn du aber sowieso nach deiner Berechnung schon deutlich über 10 bist, brauchst du da dir keine Sorgen zu machen. Das Kündigungsschutzgesetz greift dann, wenn du länger als ein halbes Jahr dabei bist. Ja. Und in den Fällen, wo jetzt das Kündigungsschutzgesetz greift, da lohnt sich in der Regel die Klage. Warum? Und da nehmen wir jetzt mal das Beispiel der Frau. Sie verdiente 5000 Euro ungefähr brutto und war zwei Jahre dabei. Aber nehmen wir mal an, sie wäre nur ein Jahr dabei gewesen. Bei zwei Jahren ist es noch deutlich. Aber nehmen wir an, sie wäre nur ein Jahr dabei gewesen. Ja? Oder gehen wir noch weiter runter? Sie war nur acht Monate dabei. Dann hat sie ja. Kündungsschutz nach dem Kündungsschutzgesetz, war aber nur acht Monate dabei und hat Kosten, also das kannst du über einen Prozesskostenrechner im Internet mal so durchrechnen, ich habe es jetzt nicht ganz konkret ausgerechnet, aber ich sage mal, die sind deutlich unter 5.000 Euro, deutlich, die sind vielleicht bei 3.000, dreieinhalb oder 4.000, kommt immer ein bisschen darauf an, wie das läuft, das Verfahren, ja, deswegen, wenn ihr mich konkret fragt immer, ich werde keinen ganz konkreten Betrag nennen, weil das, ich schicke euch den Link zu so einem Rechner, könnt ihr selber durchrechnen. Es gibt halt verschiedene Situationen. Es ist nicht wie beim Brötchenkauf. Fünf Brötchen, A20 Cent, ein Euro. Ja, das kann man, manchmal wünsche ich mir da, ich wäre Bäcker lieber. ja, Aber das bin ich halt nicht. Und bei uns kommt es ein bisschen darauf an, wie das Ganze läuft. Aber ich sage mal, niemals mehr als 5000 Euro. Kann man auf jeden Fall in dem Fall sagen, ja, sie verdienen 5000 Euro. Wenn jemand jetzt mehr verdient, kann es auch mehr sein, aber bei 5000 Euro brutto kann es niemals mehr sein. Egal wie krass das läuft, so, in 90% der Fälle läuft es ja überhaupt nicht krass, ja. Gut, also jetzt überlegen wir uns mal Folgendes. Was steht denn auf dem Spiel? Wenn du die Kündigungsschutzklage nicht erhebst, kriegst du nichts, ja? Dann kriegst du vielleicht, wenn du Pech hast, noch ein schlechtes Zeugnis. Und sonst nichts. Denn Geld bis zum Ende, das ist ja meistens nicht lange die Kündigungsfrist, das war's. Du ärgerst dich vielleicht noch lange, wenn du dann solche Videos wie von mir hier schaust. Mensch, hätte ich doch mal und so weiter. Das höre ich sehr sehr oft ja von Leuten, die mich später kennenlernen. Das liest du auch hier unten in den Kommentaren von äh, Zuschauern oft. Ach, Brederek hätte ich das noch mal früher gewusst. Ja, du bist jetzt aber in der Situation. Ja, du kannst dir diese Ausrede äh, kannst du für dich nicht gelten lassen, weil du kannst dich ja vorher informieren. So, jetzt überlegen wir uns noch mal kurz das Risiko des Arbeitgebers. Wenn der jetzt das durchzieht, der sagt, meine Kündigung ist wirksam. Gut, nehmen wir es mal kurz an. Der hat eine Chance, der zieht den Prozess durch. Er muss ja trotzdem aber sich überlegen, was wäre denn wenn? Was wäre denn, wenn ich trotz meiner guten Chancen den Prozess verliere? Dann hat er vielleicht nach ein oder zwei Jahren die Arbeitnehmerin weiter an der Backe, Klammer auf, 5.000 Euro im Monat brutto, macht mit Arbeitgeberanteilen und Personalkosten und allen möglichen so Verwaltungskosten. Pi mal Daumen 6.000 Euro kostet die ihn im, ihm im Monat. Da muss der nach ein oder zwei Jahren 6000 mal, je nachdem wie lange, also nehmen wir mal an, schon nach einem Jahr sind das ja mal zwölf, ja, also da bist du schon im hohen Bereich. Zwölf Gehälter, nachzahlen und er hat sie weiter an der Backe. Was liegt nahe, als dass der Arbeitgeber sagt, dann zahle ich doch lieber sechs Gehälter und bin sie los. Wenn er aber sechs Gehälter zahlt, Abfindung, ja, sechs Gehälter, Abfindung. Wir holen im Schnitt vier bis sechs Gehälter bei einer Betriebszugehörigkeit von so Pi mal Daumen einem Jahr raus. Ja, also weil, 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 er zahlt sechs Gehälter, ein halbes Jahr und ist die Arbeitnehmerin los, dann ist das doch ein Bombengeschäft für ihn. Er zahlt die Hälfte oder ein Viertel, wenn man auf zwei Jahre rechnet, ja, und ist sie los. Statt das Vierfache bei zwei Jahren und hat sie weiter an der Wacke. Wer ich ja Arbeitgeber, wird so doof sein, das nicht zu tun. Kaum einer. Sie sagen es natürlich anders. Sie bauen Druck auf. Das ist alles klar. Wenn du den Kanal hier äh, regelmäßig schaust beziehungsweise abonnierst, ja, mach das doch gerne, dann wirst du das immer wieder von mir hören. Und umgekehrt, wenn du unseren schönen Arbeitgeberkanal dir mal anschaust, ja, den neuen Arbeitgeberkanal, wenn du den abonnierst, dann siehst du, was ich den Arbeitgebern dort sage. Und da stellst du auf jeden Fall fest, aha, der Brederik erklärt Ihnen ja auch, wie die das machen müssen, ja, wie die den Druck aufbauen. Zurück zu dir. Was soll da schiefgehen bei dieser Drohung. Nehmen wir mal an, du sagst, ja, der Bredereck, der übertreibt vielleicht. Ja, ich bin auch jemand, der gerne immer ein bisschen die Sachen ein bisschen vereinfacht. Ja, ziehst du noch mal die Hälfte ab? Sagst du Minimum drei Gehälter? Ich hole drei Gehälter raus. Drei Gehälter, das sind ja dann 15.000 Euro Brutto, werden versteuert. Ja, kannst du sagen, gut, da geht ein bisschen was ab, aber Sozialabgaben freuen. Aber die müssen ja versteuert werden. Na gut. Deine Kosten von ja maximal 5000 deutlich weniger werden es sein, aber deine Kosten, die setzt du ja auch von der Steuer ab. Ja? Also mache keine Milchmädchenrechnung. Wenn du das richtig rechnest, wirst du dazu kommen, da kann im Prinzip nichts schief gehen. Und jetzt habe ich eine ganz große Überraschung für dich. Da geht auch in der Praxis nichts schief. Da geht nichts schief. Ja? Ich gebe keine Garantien. Das wäre unseriös, denn... Irgendwas kann immer sein, was weiß ich, was der Arbeitgeber noch auspackt. Vielleicht hast du ja doch in die Kasse gegriffen oder so, hast es gar nicht gemerkt. Ja, es kann theoretisch immer irgendwas passieren, deswegen kann man das seriöserweise nicht garantieren. Aber ich kann dir auch nicht garantieren, dass wenn du über die Straße läufst, du heil auf der anderen Seite ankommst. Das kann dir niemand garantieren. Und du läufst täglich über die Straße. Warum machst du das denn? Du machst das, weil du sagst, na, ist doch immer gut gegangen, Erfahrungswerte. Genau. Und diese Erfahrungswerte, auf die kann ich auch zurückgreifen nach 25 Jahren. Und ich sage dir eben auch, das funktioniert. Wenn du jetzt immer noch unsicher bist, ja, kannst du gern bei uns anrufen, deutschlandweit, kostenlos und unverbindlich bei Kündigung und Aufhebungsvertrag, uns mit mir nochmal direkt persönlich durchgehen.